Aragorn die Schafe auf der Weide abgeschlachtet. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Fell von Wagen. Fell von Wagen. Zähe Biester sind das. Ah, sogar das Fell eines Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Was zur Hölle ist das für ein Fell? Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Das ist ein halbes Vermögen wert. Gute Arbeit. Boah, wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Ich habe gerade über 3000 Gold gekriegt, nur wegen den paar Fällen. Ja, über 3000 Gold. Geile Scheiße. Allein von diesen Schattenläuferfällen habe ich 2000 Gold gemacht. Das heißt, 8 Fälle. Gut, oh nein, das wollte ich gar nicht drücken. Ich wollte N drücken, nicht M. Okay. Ablösung für Vatras, gut, da gehe ich jetzt kurz hin. Schwarzbrennerei mache ich später, wenn ich das Auge Innos mache. Gibt's hier in der Stadt noch irgendetwas? Ich glaube nicht. Schafdiebe? Akil. Ah, ja, genau, da muss ich noch hin. Das kann ich dann auf dem Weg machen. Und dann, ja. Ich mache mich jetzt dann demnächst auf den Weg zu Onas Hof. Dort mache ich auch noch auf dem Weg dorthin alles, was ich tun muss. Und dann teleportiere ich mich zum Kloster. Von dort aus werde ich dann zum Auge Innos aufbrechen. Hey du, aber Max hier? Der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land Adanos. Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Eins wollte ich dir noch sagen. Das war wirklich eine wahre Heldentat, die du in Jakenda vollbracht hast. Man tut leider bin ich mit meinen Aufgaben hier in Korinnes noch nicht am Ende. Schon. Aber ich bin sicher, dass du auch diese meistern wirst. Bewahrer. Wir werden sehen. Adanos aber sah, dass nun Ordnung und gut. Chaos ungleich waren. Von ihm kann ich noch die fremde Sprache lernen, die brauche ich aber jetzt gerade nicht. Gut. Hier, nimm ein paar Spruchrollen als Belohnung. Sehr nett. Ich weiß nicht, was ich damit will, aber egal. Ich trage so ein beklemmendes Gefühl in mir. Du siehst auch nicht gesund aus. Du bist dem schwarzen Blick der Suchenden zu lange ausgesetzt gewesen. Ich kann dir nur dein Fleisch heilen. Doch deine Seele kann dir nur das Kloster reinigen. Sprich mit Pyroka. Er wird dir helfen. Toll. Deine Ablösung ist da. Sind die Dinge jenseits der Berge im Nordosten geregelt? Ja, das sind sie. Raven ist tot und die Bedrohung ist abgewendet. Das sind wahrlich gute Neuigkeiten. Hoffen wir, dass sich derartige Dinge nicht wieder ereignen. So, sehr schön. Sobald ich Vatras brauche, kann ich ihn jetzt mitnehmen. Den werde ich später brauchen. Jetzt wissen wir noch gar nicht, wieso er eine Ablesung überhaupt braucht. Und, gehe ich jetzt noch schnell zu Laris. Ja, mal gucken, ob ich noch Laris irgendwas sagen kann. Kavalon sitzt hier für den Rest des Spiels nur rum und hat überhaupt nichts mehr zu melden. Kann mir noch ein bisschen was beibringen, wenn ich will, aber naja. Und ich glaube, dass Alric auch noch nicht wieder mit mir kämpfen will, weil Jakendar ist ja kein Kapitel... Änderung. Ist ja keine Kapiteländerung. Also ja, Kinder bezieht sich auf gar kein Kapitel. Kann ich entweder im zweiten oder im dritten machen und ja. Ja, das war's. Hey! Gibt's was Neues? Für die Besten? Ja, das ist das mit Bennett, okay. Gut, dann lade ich einfach nochmal, denn da muss ich hier gar nicht runterlaufen. Ich dachte, ich kann ihm was sagen, weil ich jetzt hier alles erledigt habe. Ach ja, die Dings, die vermissten Leute. Oh fuck, ich muss mit dem Fischer reden, dass sein Freund tot ist. Oh je, jetzt muss ich immer noch überbringen, dass sein Freund tot ist. Toll. Vermisste Leute. Gibt's hier noch irgendjemanden in der Stadt, der vermisst? Ach kacke, da will ich doch gar nicht. Ach kacke, da will ich auch nicht hin. Oh Gott, das kommt voll früh. Toll. Ich muss erstmal schauen, wen ich hier alles gerettet habe. Wo sind die vermissten Leute? Nein. Die vermissten hier. Elveridge, der Tischerlehrling, den habe ich schon wieder gerettet. William, der ist tot. Lucia, da muss ich mit... Oh Gott, soll ich da... Ja, okay, ich gehe mal schnell zu Broma oder wie er heißt, dass Lucia nicht mehr zurückkommen wird. Garvel, ja, mit dem muss ich reden. Monty ist jetzt zurück, möglicherweise. Ja doch, Monty ist zurück. Das war einer der Chiller. Akil hat seine Leute zurück, Benga hat seinen Kumpel zurück und das war's. Gut. Das muss ich noch erledigen. William, Bromor, Garvel. Dann später noch Akil, zu dem ich ja eh noch muss, und Benga. Und natürlich der eine Kumpel von Kord. Dieser Patrick. Seltsam, dass der nicht in meiner Liste stand. Den habe ich schließlich auch gerettet. Also, machen wir das schnell. Dann gehe ich zu dem... Dieb und gebe ihm seinen Sextanten und dann hat sich das. So. Erstmal schlechte Nachricht an Bromor überbringen.
Ich glaube, dass ich Average nicht sagen kann, dass Lucia nicht mehr zurückkommt. Nein, Bruma will nicht Bescheid wissen. Ich kann jetzt noch, könnte jetzt nochmal mit Nadia nach oben gehen, aber naja. Mache ich jetzt im Moment nicht. So, William, der Fischer. Wer ist denn der andere Fischer, der... Ja, zack, redet mir nicht alle dazwischen. Wie heißt denn der Fischer, der mir Bescheid gesagt hat, dass William weg ist? Weiß ich gerade gar nicht. Ah, da vorne steht er. Wie heißt er? Farin. Okay. Tut mir leid, dein Freund ist tot. Toll, dass ich das überbringen muss. Da bist du ja wieder. Hast du was von meinem Kumpel William gehört? Er ist tot. Tja, das hatte ich mir fast gedacht. Danke, dass du nochmal hierher gekommen bist, um es mir zu erzählen. Ich werde mal in die Kneipe gehen und seinen Anteil am letzten Fang versaufen. Er hätte es so gewollt. Und, wie beißen die Fische? War schon mal besser. Ja. Moment, wir haben glaube ich noch... ich dachte, wir werden in die Kneipe gehen. Wir haben glaube ich 2 rohe Fleisch. Nee, wo haben wir jetzt so viele? Hallo? Okay. Ja, Farin wird mal in die Kneipe gehen, ich sehe es. Kommt der jetzt irgendwann oder bleibt der hier für immer stehen? Scheint so, als will er doch nicht in die Kneipe. Jetzt wäre ich beinahe ins Wasser gefallen. Okay, was ist der kürzeste Weg? Ach, der kürzeste Weg ist durch dieses komische Haus da, Dings. Der Weg, den ich immer nehme. Ich glaube, dadurch die Kanalisation zu laufen, ist immer noch länger. Außerdem muss ich noch zu Gavel. Wie vor haben wir es denn? Oh, wir haben schon fast Abend. Gut, dann soll ich vielleicht noch schlafen, bevor ich losgehe. Jetzt aber erstmal mit Garvel sprechen, dass Monty zurück ist. Ist der jetzt hier irgendwo? Wo ist Monty? Hey! Und, wie läuft's jetzt? Monty ist wieder da. Aha. Er studiert gerade die Pläne. Er ist da drin. Vielleicht wird's ja jetzt was mit dem Schiff. Ja, ich habe ja auch Monty gerettet, Kumpel. Monty ist wieder da, wie er sich gefreut hat. Monty! Und? Musst du wieder arbeiten? Alter, die haben in meiner Abwesenheit nichts auf die Reihe gekriegt. Ich muss mir erstmal die Baupläne wieder reinziehen. Na gut, lass dich nicht stören. Der Typ ist cool. Ja, alles klar. Gute Reise noch. Ich finde den Kerl cool. Ist auch der Chiller. So, die Arbeiter hier, die nichts auf die Reihe kriegen. Das Schiff wird niemals fertig, das kann ich euch versprechen. Die werden hier für den Rest des Spiels rumbasteln. Die waschen ja jetzt schon 34 Tage oder schon länger. Und es sieht immer noch genau gleich aus. Vermutlich schon länger. Es sah ja schon am. Sonst sah es ja schon am ersten Tag so aus. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und da ist wieder die Nervensäge, die mich jetzt gleich wieder zuquasseln wird. Weil ich Bennett gerettet habe. Toll. So, jetzt. Abu Jean kann mir, glaube ich, keine neue Weisungen geben, aber ich kann es mal probieren. Jetzt erstmal runter zu Ramirez. Frag mich, ob noch jemand... Nee, das war's, glaube ich, an vermissten Leuten in Corinus. Gucken wir nochmal schnell. Ja, Lucia hätte ich noch sagen wollen, aber der will ja nichts wissen. Und mit Average können wir darüber eh nicht mehr reden. Der will nichts mehr wissen. Hey, ach, kacke, was will ich denn mit von dir? Tschüss. Aua. Ich will zu Ramirez und ihm seinen dummen Sextanten bringen, wofür auch immer er den Schrott braucht. Ich habe einen Sextant für dich. Unglaublich. Du hast tatsächlich einen gefunden. Mhm. Hier, deinen Lohn hast du dir wahrlich verdient. Ich werde sogar noch einen finden. Oh, 750 Gold, geil. Ja, wir haben knapp 34.000 Gold. Ich kann mir praktisch alles kaufen, was ich will und kann später immer noch... Moment. Ja, noch 2.000 Gold und ich habe auf jeden Fall schon mal genug Gold für die Rüstungen, denn ich brauche insgesamt 36.000. Für die nächste 16.000 und für die letzte 20.000 und das Gold werde ich locker zusammenkriegen. Bin ich mir sicher. Hoffe ich zumindest. So, was haben wir denn hier noch? Das Auge Innos kommt erst später. Dragomirs Armbrust kommen wir das Auge Innos. Die Sonnenaloe auch. Schwarzes Fell auch, möglicherweise. Die schnaubende Kreatur kann ich nachher noch schnell machen. Diegos Gold mache ich erst wieder im Minenteil. Schafdiebe mache ich jetzt, sobald ich bei Aki bin. Schwarzbrennerei mache ich zusammen mit das Auge Innos. Schattenläuferin für Buster mache ich, sobald ich bei Urnas Hof bin. Zornos Angst vom Schwarzen Mann ebenfalls. Und der vertriebene Bauer ist auch bei Urnas Hof. Okay. Also ich muss noch zu Onas und Bengers Hof, auch zu Sekops Hof. Und ja, jetzt gehen wir am besten erstmal pennen, denn es ist 7 Uhr und es dauert nicht mehr lange, bis es... Ach du Kacke. Egal. Das habe ich total vergessen. Aber jetzt wisst ihr wenigstens, was passiert, wenn man hier so schläft. Aber das wisst ihr bestimmt eh schon alle, weil das
jeder schon mal miterlebt hat. Albträume verwehren die Erholung. So, gibt's noch irgendwas, was ich mir kaufen muss oder so? Nee, eigentlich gerade nicht. Irgendwann vielleicht Tränke, aber jetzt gerade nicht. Erst wenn ich im Minental bin. Jetzt erstmal zu Akis Hof, dann machen wir noch die Schafdiebe platt. Leider haben wir jetzt kein Leben wieder auffüllen können und Mana auch nicht. Aber egal, sobald wir wieder beim Kloster sind, reden wir mit Pyroka und dann kriegen wir bestimmt solche dummen Trankdinger, die uns wieder fröhlich gesund machen. So, zu Akis Hof plätten wir die Schafdiebe, die werden nicht allzu schwierig sein mit dieser Klaue hier. Und sagen ihnen Bescheid, dass Teurak und Telbo oder wie sie heißen auch wieder da sind. Oh, da ist schon wieder ein Suchender. Die sind überall. Gut, dass ich jetzt diese Klaue habe, so müsste ich mich hier wieder ewig vorbeischleichen. Darauf habe ich gar keinen Bock. Komm her, du Mistkerl.